Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin Solo Doomsday. Willkommen zu meinem neuen Projekt Gears Tactics. Das Spiel ist heute für PC erschienen, also aus eurer Perspektive wahrscheinlich dann gestern. Und da ich ja jetzt PC-mäßig etwas aufgerüstet habe, dachte ich mir, nehme ich das Spiel mal zum Vorwand und werde dieses Spiel einfach mal Let's Playen. Das ist jetzt die erste Folge und ich schaue mir jetzt das Spiel mal mit euch gemeinsam an. Schauen wir mal, was es kann. Es ist wieder so ein Spiel, was so ähnlich ist wie XCOM, nur dieses Mal in Gears of War Universum. Und da ich ja Gears of War liebe, dachte ich mir, muss ich mir das einfach mal anschauen. Und dachte ich mir auch gleich, warum nicht gleich ein Let's Play? Also, let's go. Controller habe ich im Moment nicht. Tastatur. Ja, es kommt ja bestimmt eh noch ein Tutorial. Im Spiel kann ich es bestimmt auch noch ändern. Untertitel machen wir mal ein. Schriftgröße für Untertitel. Oh, Mittel, Blutgewalt an und Spiel vorlesen lassen. Was? Schalte Sprachausgabe-Menüs an oder aus. Diese Funktion wird nur für Englisch US unterstützt. Okay. Nee, das wollen wir ja nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass man den, beziehungsweise ich weiß, dass man den Mauszeiger nicht sieht in der Aufnahme. Was ich jetzt natürlich ein bisschen schade finde, weil ich habe leider keine Option gefunden. Wenn ihr mehr wisst, sagt mir bitte mal Bescheid, wo ich den einstellen kann. Gut. Speichern und fortsetzen. Let's go. So, Performance. Erst einmal hier Voreinstellung empfohlen. Was haben wir hier? Auflösung, vertikale Integration, niedrige Framerate, maximale Framerate, unbegrenzt. Was ist ein Ultra? Ich will Ultra. Hopp, hopp. Ah, warte mal. Ultra. Empfohlen wäre jetzt hier. Ja, okay, ändert sich nicht. Okay. Dann bleiben wir auf Ultra. Dann speichern und fortsetzen. Vorbesteller-Bonus, Trashball Cole. Vielen Dank fürs Spielen von Gears Tactics. Trashball Cole schließt sich deinem Trupp in Akt 1, Kapitel 4 an. Ah ja, natürlich. Let's go. Wir möchten ein neues Spiel. Slot 1. Oh, Original Gears-Mugger. Finde ich schon mal gut. Schwierigkeitsgrad. Anfänger. Für Spieler, die noch keine Erfahrung mit rundenbasierten Taktikspielen haben oder einfach nur die Story erleben möchten. Mittel. Für Spieler, die eine Herausforderung suchen, das ist der empfohlene Schwierigkeitsgrad für deine erste Kampagne. Erfahren. Für erfahrene Spieler rundenbasierte Taktikspiele, die eine echte Herausforderung suchen. Wahnsinnig. Für Profis, die ein gnadenloses Spielerlebnis haben wollen. Iron Man. Im Iron-Modus können Missionen nicht neu gestartet werden. Außerdem können keine alternativen Speicherstände geladen werden. Jeder Fehler ist endgültig. Alles klar. Dann bin ich mal für Mittel. Akt 1, Kapitel 1, Stunde 0. Bin echt gespannt, was sie aus dem Spiel gemacht haben im Gears-Universum. Dann, let's go. Nach Jahren erbitterten Krieges hatte die Menschheit endlich Frieden gefunden. Bis zum Emergence Day, als sich ein neuer, albtraumhafter Feind aus dem Untergrund erhob und unsere Welt heimsuchte. Wir haben viel verloren, aber nie unseren Siegeswillen. Mitbürger von Tyrus. Heute wird die Koalition der ordentlichen Regierungen zurückschlagen. Diesen unsäglichen Bestien, diesen Locust, wird heute Einhalt geboten. Ich, Vorsitzender Prescott, habe einen vollen planetaren Angriff mit dem Hammer der Morgenröte. Auf meinen Befehl wurden Infanterieeinheiten der Korps, die größten Städte beordert, um überlebende Luftwürste zu besatzen. An alle Bürger, die nicht rechtzeitig evakuiert werden können. Die Koalition schätzt ihre Aufopferung. Vergebt uns. Doch nur so können die. Kopf hoch, Private. Wenn du Prescotts Blödsinn überlebst, kannst du alles überleben. Wer fackelt die ganze Welt ab, um die Magen zu töten, Sarge?
Werde ich sie jemals wiedersehen? Ich weiß nicht. Brauchst du einen Unterschlupf? Komm schon, wir feiern eine Party. Du solltest das annehmen. Diaz. Sonderauftrag, Sergeant. Begeben Sie sich sofort zu General Beckets Büro im CIC, um Geheimdokumente abzuholen. Bestätigen. Nein, Sie haben den falschen Gear. Ich kümmere mich um den Fuhrpark. Sie haben Ihre Befehle. Zentrale, Ende. Und lass mich raten. Du begleitest mich dorthin. Nun, wenn du darauf bestehst. Hier geht's wohl zu Fuß weiter. Das CIC ist da vorne. Scheiße, Locust-Truppen im Anmarsch. Drohnen, ich sehe sie. Jo, jetzt sind wir beim Tutorial. Also ja, das Spiel soll, glaube ich, 10 Jahre vor Gears 1 spielen. 10 oder 5, ich weiß es nicht so ganz genau. Man spielt auf jeden Fall den Vater von... Ach, wie hieß er? Kate? Also die Frau, die man in Gears 4 spielt? Gears 5, sorry. Und ja, es ist so ein bisschen noch der Anfang vom Krieg und so. Und ja, und da haben sie halt jetzt einfach mal so ein XCOM-artiges Spiel draus gemacht. Gut, Kamera. Steuere die Kamera mit WASD oder indem du den Cursor zum Bildschirmrand bewegst. Mit QE drehst du die Kamera. Alles klar. Also Q, E... In Deckung, Diaz! Also im Fuhrpark vergessen, wie man kämpft! So ungefähr. Verwende Maus. Aha. Okay, Doppelklick. Ich habe freie Sicht auf die Drohne. Greife an! Verwende 1, um einen Gegner anzuvisieren. Oder verwende Maus, um ihn auszuwählen. Ich werde, glaube ich, das Spiel eh mit Maus spielen. Gegner, die nicht durch Deckung geschützt werden, sind ein leichtes Ziel. Verwende Leer oder Maus 1, um einen Schuss abzugeben. Hast du freies Schussfeld, dann Ziel ausgeschaltet. Da ist noch eine. Verwende 1, ja. Zack. Aber an Deckung. Verflucht, die Maden haben sich eingegraben. Flankieren! Verstanden, begebe mich in Position. Eine weiße Linie zeigt die Gegner an, die du von deiner aktuellen Position aus erreichen kannst. Okay. Wie auf dem Präsentierteller! Taktikcom. Zeig Details, Informationen zur Trefferchance an. Verwende R, um Taktikcom einzuschalten. Was R? Okay, 100%. 65% kritische Trefferchance, alles klar. Hättest du unter der Erde bleiben sollen, Made. Man muss ja leider sagen, dass die anderen Spiele, wie zum Beispiel XCOM und Road to Eden, ja
vom Schwierigkeitsgrad her irgendwann richtig stark anziehen. Ich hoffe, dass es bei dem Spiel nicht so der Fall ist. Weil zu schwer, also Taktik muss drin sein, aber zu schwer darf es auch nicht sein. Eine kleine Herausforderung, okay, aber nur auf die Fresse kriegen macht irgendwie keinen Spaß. Die meisten Fähigkeiten erfordern Aktion. Für einige Fähigkeiten wie das Überbrücken langer Distanzen werden mehrere Aktionen benötigt. Jede Einheit hat drei Aktionen, die auf Bewegung, Schießen und Fähigkeiten verteilt werden können. Ah ja. Die Hammerangriffe warten nicht auf uns. Erledige diese Maden, damit wir zum CIC kommen. Bringt mich nicht mal ins Schwitzen. Ich habe hier einen Nahkampfangriff. Auch eins von drei. Wie viele Punkte hat denn jeder drei Punkte zur Verfügung? Ja komm, machen wir mal. Jetzt geht's zu Fuß weiter. Ja. Bedrohung neutralisiert. Und die Spiele sind natürlich nichts für Kinder. Und es gab eine Trophäe. Okay. So. Ich könnte noch schießen. Nachgeladen. Aber das Nachladen, okay. Ach ne, ich kann nicht mehr schießen. Aber er hat doch noch einen Punkt. Ich geh mal wieder dahin. Bereit. Ja, dann machst du jetzt einfach auch. Tänzchen gefällig. Alles klar, dann los. Hast du einen Namen, Soldat? Redburn. Sid Redburn. Erzähl mal, Sid Redburn. Du weißt ganz offensichtlich, wo du hin willst. Also, wieso bin ich hier? Schätze, da oben mag dich jemand, Sergeant. Zeit, ein paar Maden zu schreddern. Okay. Gehst du mal dahin? Kriecher. Nahkampfjäger. Greif sofort an, wenn du ihm zu nahe kommst. Okay. Auch hier Stück. Oh, was? Mehrere Kriecher im Anmarsch. Haltet sie auf Abstand! Verwende Maus 1, um die Bewegung zu setzen. Bewege Sid zur Markierung Deckung. Alles klar. Gehen wir rein. Hab sie im Visier. Ich gebe auf dieser Seite Feuerschutz. Mithilfe der Fähigkeit Feuerschutz können Einheiten während der Züge deines Gegners schießen. Deine Einheiten feuern einmal für jede Aktion, die sie bei der Aktivierung des Feuerschutzes übrig hatten. Ah ja, also Overwatch halt. Ne? Okay. Oh, das ist cool, wenn man sogar selbst einen Bereich festlegen. Wie bei Phoenix Point, was ich heute schon mal hochgeladen habe. Los, gib endlich Feuer! Ja, ja, bleib doch ruhig. Ziel erfasst. Ja, ich überwache ich von diesem Winkel aus. Scanne jetzt nach Maden. Schlechte Idee, Scheißkerle. Ja, ist ein bisschen näher gekommen. Oh, die können auch Overwatch. Kann mich nicht bewegen, bis du ihren Feuerschutz brichst. Sitze kampffähig gemacht. Okay. Also die ist doof. Die können jetzt natürlich auf mich schießen, gell? Oh, warte mal. Den treffe ich nicht. Kann mich nicht bewegen, bis du ihren Feuerschutz brichst. Okay. Ah, mit der Pistole kannst du das Overwatch unterbrechen. Verstehe. Okay, das muss ich mir auf jeden Fall merken. Dann können wir jetzt den auch noch angreifen. Wenig Munition. Auch wenig Munition. Abschuss bestätigt. Auf dem Weg zur Drohne. Kinder können zu Boden gehen, wenn ihre Gesundheit erschöpft ist. Wenn du eine Einheit mit einem Gegner am Boden bewegst, wird der Gegner hingerichtet. Das Hinrichten von am Boden liegenden Gegnern gewährt allen anderen verbündeten Einheiten eine Bonusaktion. Okay. Kann ich den verwende Maus.
Wenn er raus, um einen Zug zu beginnen. Und dann? Hau den mal um. Die Drohne ist auf dem Präsentierteller. Schnapp sie dir! Aua. So ein Anblick inspiriert einen Gier geradezu. Habt ihr noch einen extra für diese Drohne? Keine Munition mehr. Oh, da kommt neuer. Eieiei. Ja, dann. Noch mehr! Das Dokument, hinter dem wir her sind, sollte besser verdammt wichtig sein. Über unsere Gehaltsstufe, Sergeant. Ab zum CIC, bevor uns der Blitz trifft. Hätte ich jetzt gern Overwatch. Ah, so. Habe alles im Blick. Und du machst du mal eine Hinrichtung. Kein Problem. Mach dich locker. Und dann machst du nochmal einen Overwatch. Dünn auch in die wir Richtung. Sie aus. So. Sichere mir ein Schussfeld. Ich mach das schon eine lange Zeit. Hab keine Munition mehr. Jawohl. Sieht ziemlich tot aus. Ich lade nach. Dann gehst du mal bin hier. Bin unterwegs. Du musst nachladen. Nachgeladen. Und du gehst dann mal hier hin. Haltet die Stellung, Leute! Kein Gegner da. Alles klar. Los jetzt. Melde mich zum Dienst. Da ist immer schon der Gegner. Anschnallen, Leute! Oh, da kann man weit vor. Die Klauen haben mich erwischt! Weit können die gehen, ey. Machen wir ernst. Weil ich auch kein Overwatch mehr. Guter Kill. Darfst sogar noch Bedrohung immer. Bedrohung eliminiert. Ah, dann nimm ihn. Munition geht aus. Erledigt die letzte Made. Schlachtfeld gesäubert. Kein Alles sauber. Entdeckt. Los ins CIC. Feindaktivität. Was? Jetzt wird getötet. Laufe los. Okay. Die Reaver sind im Vorbeiflug. Nein, los! Also, wonach suchen wir? Nach einem streng geheim aussehenden Ordner. Was zum? Dafür hast du später noch Zeit. Wir werden Spaß haben, du und ich. Nein. Ich habe Prescott gesagt, dass ich das nicht mehr mache. Zeit zu gehen. Konntest dich nicht ewig im Fuhrpark verstecken, Diaz. Los! Der Hammer nähert sich schnell. Zurück zum Transportpanzer. Okay. Klar, dass da jetzt noch Gegner kommen. Scheiße! Reaver hat Verstärkung gebracht! Da kommen sie! Aufrücken! Kriecher! Dafür haben wir keine Zeit! Beseitige sie mit einer Splittergranate! Gerne doch! Okay, Splittergranate. Ah,
Werfe eine Granate. Okay. Vier zum Preis von einem. Töten wir den Rest, dann evakuieren wir. Ah. Halt Overwatch, das finde ich nicht cool. Halt zu weit weg. Aber das geht. Sanitäter steht bereit. Overwatch? Nee. Greif mal an. Hau mal den gleich weg. Bereit machen! Oh. Erzähl deinen Freunden von mir, Arschloch. Okay, er macht Overwatch. Zeit, Schädlingsbekämpfer zu spielen. 34%? Nee, das ist nicht cool. Geh mal. Komm, dann geh hier hin. Dann. Zack. Ah, schafft er nicht mehr. Gleich Schluss. Aha. Ah, dann muss er halt den. Die Hinrichtung machen. Zeig dir den Weg nach draußen. Brutal ist es immer so schön wie Made originale Gears. Finde ich schon mal sehr gut. Schnell! Was jetzt? Da gehen wir drum rum. Da wegen der schönen Aussicht. Was ist der Plan hier? Zum Tresor! Lauf! Was? Bist du denn irre? Mach schon! Das ist dann wohl Rettung in letzter Sekunde gewesen. Heilige Scheiße. Eins muss ich Prescott lassen. Der Mann ist gründlich. Na los, suchen wir den Weg zurück. Völlig verkohlt. Hoffentlich ist der Transportpanzer nicht Schrott. Sonst wird es ein langer Weg zum Bunker. Ja, ist ein Stück. Kehre zum Fahrzeug zurück. Die Party geht los. Alles klar, wir sind dran. Kann ich eigentlich... Warte mal. Mission neu starten. Schade, speichern kann man so nicht. Okay. Dann fortsetzen. Ausrüstungskisten. Ausrüstungskisten können in Missionen gefunden werden. Begib dich an den Standort einer Kiste, um sie einzusammeln. Öffne die Kiste nach der Mission, um starke Upgrades zu erhalten. Ah, okay. Na, dann sammeln wir ein. Die Mission wird dir gut tun, Diaz. Was auch immer. Tu nicht so schüchtern. Du hast die Ränge im Sturm erklommen und endest im Fuhrpark? Wieso? Um von Prescotts Mission wegzukommen. Los geht's! Ah, da muss eine Granate rein. Das klingt nach einem Ausgangsloch. Geh da rauf. Die Maden graben sich bald raus. Dann sind sie also wieder am Start, was? So viel zu Prescotts Hammerangriffen. Dann... Unterwegs. Gehen wir da rein.
Normalerweise musst du da ja eine. Ja, geht noch nicht, okay. Dann gehen wir hier hin. Bereit. Dahin. Da kommen sie! Ausgangsloch. Spawnt in jedem Zug neue Gegner. Schließe es nach der ersten Welle mit Sprengstoff. Da ja. Kommen Locusts aus dem Untergrund. Ausrüstung ermöglichen. Wirf eine Splittergranate in das Ausgangsloch. Wenn wir es nicht schließen, kriechen noch mehr raus. Denkst du, das ist mein erstes Ausgangsloch, Sergeant? Ausgangslöcher ermöglichen es, den Feind Verstärkung zu holen. Nachdem ein Ausgangsloch vollständig geöffnet wurde, kann es mit einem Splittergranate geschlossen werden. Ausgangslöcher können nicht zerstört werden, wenn sie nur aufgebrochen sind. Okay. Komm ich schon so weit? Granate werfen. Das war frech. Bestätigt. Das war jetzt echt frech. Ach komm. Runter. Er lebt immer noch. Munition wird knapp. Das gemein, ey. Nee. Hast du jetzt deine eigene Deckung weggeschossen? Du Trollo. Locust-Aktivität! Vorwärts! Deine Hände bei dir, Arschloch! Feind verfehlt! Boah, ist das mies, ey. Okay. Das ist ja richtig fies. Ach komm, ey. Natürlich überlebt er noch. Die verdammte Waffe muss kaputt sein. Ja, merke ich. Ist das frech, ey. Lass mal ihn hier. Hab keine Munition mehr. Dünnen wir sie aus. Okay, weiter geht's. Ist den weg. Bereit machen! Kannst du das noch? Wo will er hin? Die gehen ganz schön ran! Die können ganz schön weit laufen. Erledigt! Munition geht aus! Du oder ich, Arschloch! Nachladen. Mal ihn jetzt noch weghauen. Komm schon. Hat das Ziel verfehlt? Ohne Vorbehalt. Muss nachladen. Ja, jetzt kommt keiner mehr raus, das ist gut. Oh. Ich bin beeindruckt. Also dann. Start klar. Feind am Boden. Hm.
sprechen. Das sieht echt nicht so geil. Da haben wir nur einen Punkt. Wenn ich nicht treffe. Oh, hab ich ein Mehl, ey. Warte ab. Hab sie! Alter, war das knapp. Auf dem Weg. Feinde im Anmarsch! Ey, ernsthaft? Ich bin so gut wie tot. Bereit oder nicht, ihr Penner? Müssen wir overwatchen. Habe alles im Blick. Jetzt geht's zu Fuß weiter. Sieht nicht so prickelnd aus. Halte Ausschau. Eingraben, da kommen sie. Als ob ich Augen bräuchte, um dich zu sehen. Abschuss bestätigt. Machen wir ernst. Munition geht aus. Zu allem bereit. Bin unterwegs. Okay. Tun wir's. Ja, so langsam komme ich rein. Aber wenn ich sehr viel Schaden gefressen habe. Alter Ausschau. Bereit machen! Oh, sie erheilt sich auch. Mischen wir sie auf. Beide heilen sich etwas. Weg mit dir. Wie aus dem Lehrbuch. Unterwegs. Okay. Sieg! Akt 1, Kapitel 1, Stunde 0, abgeschlossen. Mission observiert. Maler schafft Standard, 5% kritische Trefferchance. Energielaufstandard plus 50 Schaden. Also kann man seine Ausrüstung auch noch upgraden. Gut. Andere Belohnung, eine Kiste habe ich mitgenommen. Fortsetzen. Und ich schalte hier Trophäen frei. Sieh dich um, Diaz. Es ist noch Krieg. Und wegen Prescotts Mission. Diese Made, sie heißt Ukon. Spaß dir. Ich repariere Dinge. Mehr nicht. Scheiße, der Bunker. Kein Einschlag. Das war nicht der Hammer. Nein, war es nicht. Das war Ukon. Geos Tactics. Für dieses Drecksloch hast du also dein Kommando hergegeben. Funktioniert wenigstens das Funkgerät? Ich hoffe nicht. Lieutenant Colonel Diaz. Es ist lange her. Ich bin jetzt Sergeant-Vorsitzender. Ich hoffe, das war's wert, dem Hammer auszuweichen. Tja, nun.
Glücklicherweise hat deine Zeit im Fuhrpark dich nicht einrosten lassen. Öffne ihn. Das sind die einzig bekannten Fotos des Locust namens Ukon, der Genetiker des Feindes. Ein Monster, das Monster erschafft. Corpser, Rumex, sein Werk. Wir müssen ihn eliminieren. Ich habe kein Kommando mehr. Nicht nach Gatka Ridge. Schmollen ändert rein gar nichts, Diaz. Willst du heute Leben retten? Dann verschwende nicht dein taktisches Talent und schalte Ukon aus, bevor er etwas noch Schlimmeres erschafft. Ich kann dir nicht viel geben. Keine Truppen, keinen Nachschub. Moment, wenn die Made wirklich so gefährlich ist, brauche ich Ausrüstung. Soldaten, eine Armee. Du warst immer erfinderisch. Rekrutiere alle Gears, die du findest, und mach das Beste daraus. Und wegen des Zwischenfalls in Gatka, reiß dich diesmal zusammen. Wie herzzerreißend. Wenn wir das tun, arbeitest du für mich, nicht Prescott. Verstanden? Du bist der Boss, Schrauberjunge. Komm schon. Suchen wir ein paar Gears. Oh, Ländesystem gibt's auch wieder. Kills 13, Einrichtung. Aha. Alles klar. Der Konvoi ist deine mobile Operationsbasis. Nutze den Hauptbildschirm, um Ausrüstungskisten für Upgrades zu öffnen. Nutze den Hauptbildschirm, um neue Truppen zu rekrutieren, wenn sie einsatzbereit sind. Nutze die Kaserne, um deine Einheit anzupassen. Nutze den Missionsbildschirm, um neue Missionen zu beginnen. Ah ja. Also sozusagen das Hub. Vielen Dank fürs Spielen von Gears Tactics. Trashball Cole schließt sich deinem Trupp in Akt 1, Kapitel 4 ein. Das stand am Anfang auch schon da. Gut, Leute. Ich würde auch mal sagen, das ist der perfekte Punkt, um die erste Folge zu beenden. Ich würde mich freuen, wenn ihr Feedback da lässt. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet, wenn es heißt Gears Tactics bei DGV. Bis dahin, haut rein. Euer Doomsday. Bis zum nächsten Mal.